In alten Zeiten waren zwei Zwerge, die hießen Brock und Sindri. Das waren kunstreiche Gesellen. Mitten in einem mächtigen Berge hatten sie ihre Werkstatt. Und wenn das Feuer an ihrem Herde brannte und der Blasbalg in das Feuer fauchte, rauchte der Berg aus seinem Gipfel. Die beiden Zwerge hatten den Heidengöttern wundersame Dinge geschaffen, über welche die ganze Welt in Erstaunen geriet. Aus Gold hatten sie einen Eber geschmiedet, der trug glänzende Borsten, lief schneller wie der Sturmwind, und wo er den nächtlichen Wald durchkreuzte, ward Licht, als ginge die Sonne selber hindurch. Dem Donnergotte hatten sie einen Eisenhammer ersonnen, dem kein Riese zu widerstehen vermochte. Wenn ihn Thor warf, um einen in der Ferne drohenden Feind zu zerschmettern, so traf der Hammer diesen nicht nur zu Tode, sondern kehrte auch alsbald ganz von selbst in die Hand seines Besitzers zurück. Nicht weniger wunderbare Eigenschaften hatten die kunstreichen Zwerge einem Schiffe verliehen. Das konnte so viele Personen tragen, als es gerade besteigen wollten. Aber es war auch zusammenlegbar wie ein Taschentuch und konnte in der Brusttasche eines Mannes aufbewahrt werden. Es fuhr über Wasser und Land mit gleicher Schnelligkeit. Das Seltsamste aber war, dass es immer auf das gewünschte Ziel zusteuerte, sobald man seine Segel hisste. Ganz gleich, wenn der Wind auch gerade von der Richtung her wehte, nach welcher es fahren wollte. Und das kann sonst kein Segelschiff der Welt. Eines Winterabends, da die Erde ganz verschneit lag, saßen Sindri und Brock wieder in ihrer Werkstätte und dachten über ein Werk nach. Nach einer Weile sagte Sindri: »Ich will ein Glockenspiel von wunderbarem Klange machen. Das soll mit seinen Weisen die Stille des Berges erfüllen.« Der Mond, der gerade aufging, warf ein blankes Strahlenbündel durch das Schlüsselloch der Türe an der Zwergenhöhle. Sindri, der sich sofort dran machte, das Feuer auf dem Herde zu zünden, sagte zu seinem Bruder: »Nimm die Schere und schneide die Strahlen am Schlüsselloch ab.« Brock schnitt die Strahlenbündel ab und Sindri legte es ins Feuer. Darauf gebot er seinem Gehilfen, er solle den Blasebalg fleißig ziehen, damit ein Brand von großer Hitze entstehe. Brock tat, wie ihm geheißen. Von der großen Fliege, die immer um das Feuer summte und ihn schließlich gerade an der Nase stach, ließ der Zwerg sich nicht stören, denn ein richtiger Meister achtet nur seiner Arbeit. Als das Strahlenbündel lange genug geglüht hatte, wurde es aus dem Feuer genommen, und die Zwerge formten daraus eine Glocke, deren Rand hatte 5 Zacken, und in der Mitte hinein schmiedeten sie 5 goldene Klöppel. Die Glocke hingen sie an einen zierlichen Träger, der war mit schmalen grünen Blättern geschmückt. Und wie das Ganze kalt geworden, war es weiß wie das Silber des Mondlichts. Weil der Schnee, der am Morgen gefallen, das Türlein zur Werkstatt dicht verschneit hatte, nahmen die Zwerge ein wenig davon und bogen daraus ein ganz kleines Glöcklein. Dann gaben sie 2 Mäntel, einen dreiteiligen längeren und einen kürzeren, der von dem anderen umschlossen wurde. An den kleinen setzten sie unten einen Streifen aus grünem Smaragd. Auch dieses Glöcklein hingen sie an einen zierlichen Henkel. Und der Wind, der gerade durch das Schlüsselloch blies, schwang das Glöckchen hin und her. Dass in einer Zwergenhöhle allerhand Kostbarkeiten anzutreffen sind, ist bekannt. Gold und Silber gibt's da in Mengen und Edelsteine aller Farben und Größen liegen umher. Denn die Zwerge sind gescheite Leute und wissen derlei Dinge zu finden. Da waren in einer Mulde rote Karfunkelsteine, in einer anderen wasserhelle Kristalle und in einer dritten blaue Saphire. Von diesem nahm Sindri einen, feilte mit kunstvoller Hand ein Glöcklein, brach seine Höhlung mit einem Meißel und gab obendran ein strahlend dünnes Henklein. So ward auch diese Glocke fertig.
Aber noch ehe sie zu zartem Zusammenspiel neben die anderen gestellt war, schnitt Brock die Spitze einer Flamme des lohenden Schmiedefeuers ab, bog sie in der Hand und hielt sie rasch in einem Eimer mit eiskaltem Wasser. Zischend stieg ein kräuselnder Rauch empor, und als die Hand des Zwerges aus dem Eimer tauchte, hielt sie eine feuerrote Glocke. Die war so groß wie die erste aus silbernem Mondschein und bekam 5 Klöppel aus braunem Eisen. Goldene Schellen wurden geformt und silberne Klingeln, und aus roten Granaten und himmelblauen Edelsteinen Glöcklein aller Art. Und kaum war eine Stunde verflossen, so klang durch die Tiefe des Berges das wundersame Spiel. Die Tropfen, die aus den Steinen rannen, vergaßen ihren Lauf und lauschten. Das Feuer hörte auf zu lodern und horchte in den süßen Klang. Und aus den Höhlen und Gängen der Felsen liefen 100 Zwerge herbei. Sie steckten neugierig die Köpfe zur Tür der Werkstatt herein, klatschten in die Hände und riefen: »Oh, wie schön! Oh, wie schön!« 400 Jahre hatte der Schall des Glockenspiels durch die Stille der Höhle getönt. Frühmorgens, wenn aus dem Meere der rote Sonnenball emporstieg und die Zwerge von ihrer Arbeit heimkehrten, denn die Zwerge hacken Erz und graben edles Gestein, wenn es auf der Erde Nacht ist, und des Abends, wenn sie mit Hacke und Schaufel sich zur Ausfahrt rüsteten, niemals versäumte das Spiel, sie mit seiner lieblichen Weise zu grüßen. Da erhob sich eines Tages ein großer Lärm. Lautes Klagen war vernehmbar und 1000 Zwerge eilten die dunkle Steige daher, ihre Blendlaternen in der Hand, ihr Werkzeug auf dem Rücken. Nicht lange dauerte es und die Schmiede im Berg füllte sich mit kleinen Gesellen. Traurig lehnten sie an der Feuerstatt, traurig saßen sie auf den Gesteinen, die rings an den Wänden lagen, und in ihr Schweigen tönte von draußen der Ruf der Christenglocke, die im Turme des neuen Kirchleins aufgehängt worden war. Das Land, durch welches die Christenglocke läutet, müssen die heidnischen Zwerge verlassen. Sie sind in der folgenden Nacht alle fortgezogen. Einen großen Teil der Schätze haben sie in den Tiefen der Erde gelassen, und auch das kunstvolle Glockenspiel trugen sie nicht mit zu ihrem fernen, unbekannten Wohnsitze. Vor dem Tore des Berges warfen sie die bunten Glocken ins Gras. Und die wären dort liegen geblieben und längst verdorben, wäre nicht die Frau Holle in jener Nacht gerade desselbigen Weges gezogen. Sie gewahrte auf der Wiese vor der Zwergenhöhle die Glöcklein, richtete sie auf und steckte sie mit ihren Stängeln in die Erde. Da bekamen sie Wurzeln. Und nun schwingen sie zur Freude der Menschen auf allen Wiesen und allen Hainen als Blume ihre Kelche. Die weiße, die aus dem Mondlicht geformt war, nannten die Menschen Lilie. Die rote aus der Flamme des Zwergenfeuers nannten sie Feuerlilie. Die blaue aus dem Saphir die Glockenblume. Ein kleines weißes Klingelchen nannten sie Maiglöckchen, und die goldenen Schellen auf den Wiesen im Tale den Hahnenfuß. Dem weißen kleinen Glöcklein aber mit den langen Mäntelchen, das die Zwerge aus dem Schnee des Winters geformt hatten, gaben sie den Namen Schneeglöckchen. Das friert nicht, denn es hat ein weißes Überröcklein an und erklingt darum immer schon, wenn der letzte Schnee vor der Sonne noch scheu in der Hecke sich verbirgt.